Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner zu Hause. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Medienorientierung kommen, nehme ich diese Gelegenheit gerne wahr und wünsche Ihnen allen alles Gute im neuen Jahr. Dies in der Hoffnung, dass wir die Corona-Pandemie bald hinter uns lassen können. Auch ich freue mich darauf, mich wieder ungezwungen mit meiner Familie und meinen Freunden zu treffen, gemeinsam ins Restaurant zu gehen oder die eine oder andere Kulturveranstaltung zu besuchen. Kurzum, ich wünsche uns allen, dass wir möglichst bald wieder ein normales gesellschaftliches Leben führen können. Aber leider müssen wir uns bis dahin noch etwas gedulden und Einschränkungen in Kauf nehmen. Die zweite Welle erweist sich in ganz Europa als besonders schwierig und bedarf einschneidender Maßnahmen. An der heutigen Medienorientierung möchten wir Sie über die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie orientieren und Ihnen erklären, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird. Dabei wird Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini schwerpunktmäßig auf das Thema Impfungen eingehen und Wirtschaftsminister Daniel Riesch auf die Situation bei den betroffenen Unternehmen. Gerne gebe ich Ihnen nun einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation. Die Ausgangslage Mitte Dezember hat aufgezeigt, dass die Regierung handeln musste. Sie sehen dies an dieser Grafik. Die ruhige Zeit über die Weihnachtsfeiertage sollte deshalb genutzt werden, um unsere hohen Fallzahlen deutlich zu reduzieren. Deshalb hat die Regierung für vorerst 3 Wochen sämtliche Veranstaltungen mit Ausnahme von religiösen Veranstaltungen verboten. Auch alle Kultur-, Unterhaltungs-, Freizeit- sowie Sportbetriebe in Innenräumen wurden geschlossen. Betroffen von den Schließungen sind auch die Gastronomiebetriebe. Seit dem 20. Dezember befindet sich Liechtenstein also quasi in einer Winterruhe. Diese Winterruhe war vorgesehen bis zum 10. Januar. Wir alle haben gehofft, dass wir mit diesen einschneidenden Maßnahmen die Fallzahlen deutlich nach unten bringen. Wir alle haben uns gewünscht, dass wir diese Maßnahmen nach dem 10. Januar wieder lockern können. Doch leider haben sich die Fallzahlen über die Festtage nicht wie gewünscht entwickelt. Im Gegenteil, über die Feiertage erreichten die Fallzahlen neue Rekordwerte. Diese Ansteckungen sind wohl vor dem Beginn der Winterruhe geschehen. Aber sie haben dennoch ein erschreckendes Maß aufgezeigt. An Weihnachten lag der Schnitt der letzten 7 Tage bei gut 43 Fällen pro Tag. Die 14-Tage-Inzidenz lag bei über 1.300 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das bedeutet, dass in Liechtenstein in den 14 Tagen vor Weihnachten, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, über 1.300 Fälle zu verzeichnen waren. Erfreulicherweise sind die durchschnittlichen Fallzahlen in den letzten 10 Tagen gesunken. Die Kurve zeigt in die richtige Richtung und die Maßnahmen scheinen somit langsam zu wirken. Dennoch, die Fallzahlen sind noch auf einem zu hohen Niveau. Dies auch im internationalen Vergleich. Deshalb hat die Regierung beschlossen, die bestehenden Maßnahmen um mindestens 14 Tage zu verlängern. Das bedeutet, dass die ursprünglich bis zum 10. Januar vorgesehenen Einschränkungen vorerst bis zum 24. Januar verlängert werden. Ich betone dabei ganz bewusst vorerst. Eine weitere Verlängerung der Maßnahmen kann zum heutigen Zeitpunkt leider nicht ausgeschlossen werden. Maßgebend für den Entscheid wird sein, wie sich die Fallzahlen in den nächsten 2 Wochen entwickeln werden. Zudem ziehen wir auch das Vorgehen in den Nachbarländern, insbesondere der Schweiz, in unsere Überlegungen mit ein. Wie Sie sicher mitbekommen haben, erwägt der Schweizerische Bundesrat, die Maßnahmen bis Ende Februar zu verlängern. Sollte der Bundesrat eine solche Verlängerung beschließen, würden wir
um ein Regelungsgefälle zur Schweiz zu verhindern, mit großer Wahrscheinlichkeit nachziehen. Auch wenn wir uns an der Schweiz orientieren, möchte ich dennoch festhalten, dass wir bei jedem Entscheid sorgfältig abwägen, ob die geplanten Maßnahmen auch Wirkung zeigen. Jede Maßnahme, die wir beschließen, muss nachvollziehbar sein. Das war mir immer wichtig. Dabei ist es nicht so, dass wir uns an einer einzigen Zahl orientieren. Es geht also nicht um eine rein analytische Entscheidungsfindung. Es geht vielmehr darum, die Gesamtsituation zu beurteilen, und zwar in Liechtenstein, aber auch den Nachbarstaaten. In dieser Gesamtbeurteilung geht es auch darum, sich der Konsequenzen bewusst zu sein und die unterschiedlichen Interessen abzuwägen. Und genau das machen wir als Regierung nach bestem Wissen und Gewissen. Und zwar ausschließlich im Interesse unserer Einwohnerinnen und Einwohner. Ich kann Ihnen auch versichern, dass wir als Regierung, aber auch in den jeweils zuständigen Ministerien, sehr intensiv an den verschiedenen Themenstellungen arbeiten. Und dabei geht es uns in erster Linie nicht um Ankündigungspolitik, sondern darum, umzusetzen und zu liefern. So haben wir beispielsweise bei den Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft und die Kultur sehr rasch Maßnahmenpakete geschnürt und diese laufend ergänzt bzw. erweitert. Wir haben diese Unterstützungsleistungen nicht nur angekündigt, sondern auch rasch und zielgerichtet umgesetzt. Bei uns haben die Betroffenen schnell die in Aussicht gestellten Unterstützungsbeiträge erhalten. Und hier unterscheiden wir uns von anderen Staaten. Auch beim Thema Impfen geht es uns nicht darum, medienwirksam ins Altersheim zu fahren, um möglichst rasch eine Person aus der Risikogruppe zu impfen. Vielmehr legen wir großen Wert darauf, dass der gesamte Prozess der Impfung optimal aufgesetzt wird und damit bei der Umsetzung unserer Impfstrategie keine Pannen passieren. Und genau an diesem Thema haben die zuständigen Stellen über die Weihnachtsfeiertage sehr intensiv gearbeitet. Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, wir sind uns bewusst, dass wir uns auf einem langen und beschwerlichen Weg befinden. Allerdings sehen wir derzeit leider keinen anderen Weg, um die Fallzahlen deutlich zu reduzieren. Wir machen das im Interesse der besonders gefährdeten Personen und auch, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Zum Schluss möchte ich deshalb erneut und mit Nachdruck auf folgenden Punkt hinweisen. Die Ansteckungen mit dem Coronavirus passieren insbesondere im privaten Umfeld. Die Ansteckungen vor den Festtagen sprechen hier eine deutliche Sprache. Diese Gefahr einer Ansteckung können wir reduzieren, indem wir die persönlichen Kontakte möglichst einschränken. Auch die Ansteckungen mit neuen, mutierten Virusvarianten, die offenbar wesentlich leichter übertragen werden, können nur stattfinden, wenn sich Menschen ungeschützt begegnen. Wenn Sie sich mit der Familie oder mit Freunden treffen, dann halten Sie bitte genügend Abstand. Und wenn das nicht möglich ist, so tragen Sie bitte eine Schutzmaske. Wir alle sind dafür verantwortlich, wie sich die Fallzahlen in den nächsten Wochen entwickeln. Deshalb bitten wir Sie, seien Sie jetzt besonders vorsichtig. Die Tage werden jetzt wieder länger und wir werden uns im nahenden Frühling wieder vermehrt im Freien aufhalten können. Dies und die Impfungen, mit denen wir die Gefahr für die am meisten gefährdeten Personen bannen können, geben mir Zuversicht, dass wir diese Krise in absehbarer Zeit bewältigen können. Nun gebe ich gerne weiter an den Gesundheitsminister Mauro Petrazzini. Vielen Dank. Ja, der Regierungschef hat schon angetönt, wir hatten einige Tage mit sehr hohen Fallzahlen. Diese hohen Fallzahlen haben sich dann auch in Inzidenz niedergeschlagen, nicht in der Intelligenz, aber es war offenbar nicht große Intelligenz vorhanden vor den Feiertagen, muss man sagen. Wir sind ein Hotspot geworden in Europa, das müssen wir einfach klar so zur Kenntnis nehmen und das ist nicht gut. Sie sehen in der Grafik, dass sich seit Weihnachten einiges zum Besseren verändert hat,
aber dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, das wir schon einmal erreicht hatten Anfangs Dezember. Es muss noch weiter runtergehen. Um uns zu vergleichen mit anderen Staaten, hier hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, die 7 Tage und die 14 Tage Inzidenz. Ich wiederhole mich, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass man eine 7 Tage Inzidenz, also die rote Kurve, von 50 anstrebt. Wir sind deutlich über 300, auch nachdem wir jetzt einige Verbesserungen gesehen haben in den letzten Tagen und wir waren bei fast 800 im Peak. Das ist extrem. Das heißt, das Virus ist überall. Es ist, wenn man eine Gruppe von Menschen beobachtet, mittendrin. Und weil dieses Virus so stark verbreitet ist, drang es auch überall hin vor. In Pflegeheime, in Behindertenheime, überall war es vorhanden. Und es ist eben sehr wichtig, die Fallzahlen runterzubringen, damit eine Erkrankung mit diesem Virus eine seltene Angelegenheit ist, sodass die Übertragungen eben auch entsprechend seltener werden. Wir haben derzeit 155 Personen in Isolation. Das ist weniger als vor 2 Wochen und ein erfreuliches Resultat, aber es ist dennoch viel zu hoch. Wir haben 267 Kontaktpersonen in Quarantäne und 17 Reiserückkehrer. Wir hatten vor einiger Zeit praktisch keine Reiserückkehrer mehr in Quarantäne, weil es keine Länder mehr gab auf der Quarantäneliste. Mittlerweile sind Südafrika und Großbritannien wegen dieser mutierten Variante dazugekommen und einige dieser 17 Personen sind eben in Quarantäne, weil sie aus diesen Ländern eingereist sind oder waren. Wir haben 14 Personen hospitalisiert, die Hälfte davon im Landesspital, und wir haben die erschreckende Zahl von mittlerweile 48 verstorbenen Personen, was uns auch im weltweiten Vergleich hochgerechnet auf dann 100.000 oder 1 Million Einwohner eben in die vorderen Ränge bringt. Deshalb war es nötig, diese Winterruhe, die wir verkündet haben vor Weihnachten, zu verlängern, und zwar bis zum 24. Januar. Ich werde jetzt diese einzelnen Dinge nicht mehr runterlesen, aber es sind dieselben Bedingungen, wie sie waren. Der einzige Unterschied zwischen der Winterruhe, zwischen Weihnachten und Neujahr und dem, was uns nächste Woche erwartet, ist, dass die Schulen wieder öffnen. Der Rest bleibt so, wie es ist. Nun, diese Grafik habe ich schon einmal gezeigt und das ist ein Update vom 29.12. Sie zeigt eben, wo die Risiken liegen. Es ist einerseits die Hospitalisierungsrate aufgezeigt und dann auch die Rate der Todesfälle. Und man sieht hier eindeutig, dass bei Personen über 70 Jahre ein doch relativ hohes Risiko besteht, eines Spitalaufenthalts, nämlich etwa jede fünfte Person, die positiv diagnostiziert wird, muss auch einen Spitalaufenthalt über sich ergehen lassen. Bei den über 80-Jährigen haben wir eine erschreckende Quote von 18,6% der Personen, die versterben, wenn sie positiv getestet werden. Und das zeigt uns natürlich auch auf, wo wir uns mit den Impfungen zuerst befassen müssen. Wir haben eine Prioritätenfolge festgelegt. Ich habe ja schon mehrfach darüber gesprochen. Jetzt ist sie etwas konkreter geworden über die Weihnachtstage und ich möchte sie nun heute vorstellen. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime inklusive HPZ höchste Priorität, weil sie den größten Gefahren ausgesetzt sind. Dort wird zuerst begonnen mit Impfen. Start der Impfungen in diesen Heimen wird der 18. Januar sein. Und ab dem 18. Januar wird jeden Tag in einem anderen Heim geimpft und dann werden wir Mitte der Woche darauf dann alle Bewohner aller Heime, natürlich nur diejenigen, die wollen, einmal geimpft haben. Parallel dazu wird auch das Personal in der Pflege geimpft, also in den Pflegeheimen oder auch HPZ, und auch das Personal im Landesspital. Dann kommen die exponierten Personen der medizinischen Grundversorgung dran, also insbesondere die Ärzte. Und danach öffnen wir
gemäß Altersklassen. Wir fangen an bei den Ältesten, bei den 85+, dann 80+, dann 75+ und dann 70+. Jetzt kann man sich fragen, wieso diese seltsame Untergliederung? Diese Untergliederung hat folgenden Nutzen. Wenn wir die Impfungen oder die Termine freigeben für die 85+, dann wollen wir in diesem Moment sicher sein, dass es genügend Impfstoff hat, dass alle 85+ auch einen Termin bekommen. Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass wir sagen, dass sich die Leute jetzt anmelden können, dann versuchen sie sich anzumelden und es gibt keine Termine. Derartige Peinlichkeiten hat es mehr als genug gegeben in unseren Nachbarländern. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, wir geben nur Slots frei, dann, wenn wir sicher sind, dass wir für diese Kategorie von Personen auch genügend Impftermine haben. Danach in fünfter Priorität folgen die Risikogruppen unter 70 und danach dann die allgemeine Bevölkerung. Wenn wir uns das Zeitliche anschauen, dann habe ich ja schon mehrfach gesagt, im ersten Quartal werden wir uns auf die Risikogruppen konzentrieren, im zweiten Quartal auf die allgemeine Bevölkerung. Das heißt, zwischen 5 und 6 wird irgendwo Ende März sein. Also ab Anfang April werden wir dann zur allgemeinen Bevölkerung kommen, zum Punkt 6. Und davor werden wir nach heutiger Planung die Punkte 1 bis 5 abarbeiten können. Die derzeitige Lieferplanung sieht vor, dass wir bis zur Priorität 4, Klasse 75+, kommen können mit den uns zugesagten Liefermengen unter der Voraussetzung, dass der Impfstoff der Firma Moderna auch ziemlich bald zugelassen wird. Also das jetzt die Abfolge. Ich möchte noch mal kurz wiederholen. Im Januar kümmern wir uns um die Pflegeheime und das Personal in den Pflegeheimen. Und auch teilweise um den Punkt 3, die exponierten Personen in der Grundversorgung. Im Februar werden wir Punkt 4 und 5 abarbeiten bis Ende März. Ab April wird Punkt 6 dran sein. Das sind die heutigen Planungen aufgrund der Mengen an Impfstoffen, die wir jetzt nach heutigem Wissensstand erwarten. Es kann immer Änderungen geben, aber ich bin mir derzeit relativ sicher, dass wir bis zur Priorität Klasse 75+ genügend Impfstoff haben werden, und zwar in naher Zukunft. Wie wird das Impfen von sich gehen? Ich muss jetzt noch mal schnell zurück. Die Prioritäten 1, 2 und 3 erfordern keine große Anmeldung von außen, sondern das wird intern organisiert, also durch die Pflegeheime selbst, das Landesspital oder auch die Grundversorger, das heißt dann dort die Ärztekammer. Ab der Priorität 4, ab den Altersklassen 85+, da wird es eine Online-Anmeldung geben. Also es wird über das Internet eine Anmeldeplattform geben, über die man sich dann eben anmelden kann für die Termine. Das heißt, für Personen, für ältere Personen, die selbst nicht über einen Internetanschluss verfügen, die sind jetzt aufgefordert, sich eine Person zu suchen mit Internetanschluss in ihrer Verwandtschaft, in ihrer Bekanntschaft und am besten jetzt schon Leute anfragen, die einem dann helfen, diese Anmeldung zu machen. Es wird auch eine Hotline geben für Personen, die niemanden haben in ihrer Umgebung, der ihnen da behilflich sein kann. Aber ich bitte darum, dass man sich möglichst gut selbst organisiert, weil es geht doch um relativ viele Personen und so eine Hotline ist dann relativ schnell überlastet, wenn alle am selben Tag anrufen wollen. Es ist aber nicht genug damit getan, gerade für die ältere Generation, sich jemanden zu besorgen, der einem diese Anmeldung machen kann, sondern man muss irgendwie auch zum Impfzentrum kommen. Also für diejenigen Personen, die selbst nicht mehr Auto fahren und auch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, die sollen sich auch bitte darum kümmern, dass sie jemanden haben, der sie dorthin bringt. Es wird dort auch noch Möglichkeiten geben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber in erster Linie bitte ich die Person darum, sich selbst darum zu kümmern,
ihre Dinge zu organisieren. Diejenigen, die einen Eintrag ins Impfbüchlein wünschen, mögen bitte ihr Impfbüchlein suchen. Das dauert manchmal eine Zeit, bis man das wieder findet. Ich weiß das selbst. Und eben, scheuen Sie sich nicht, Unterstützung zu suchen. Wir möchten diese Impfungen möglichst effizient und möglichst reibungslos machen. Und dazu ist es eben nötig, diese ganzen Dinge über das Internet zu machen, über eine Buchungsplattform. Das geht einfach am effizientesten. Nun, der Regierungschef hat es gesagt, wir sind immer noch in einer Phase, wo wir sehr aufpassen müssen. Wir haben hier ein paar dringende Empfehlungen zu Papier gebracht. Möglichst keine Haushalte mischen in ungeschützten Situationen. Ich bitte Sie darum, auf private Veranstaltungen in nächster Zeit ganz zu verzichten und nicht zu denken, 10 Leute sind ja okay, dann kann man sich jeden Tag mit 10 Leuten treffen. Das geht regelmäßig schief, solche Überlegungen. Man sollte Masken tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, auch unter Verwandten und Freunden. Und eben draußen treffen ist besser. Und wenn man sich in Innenräumen trifft, dann bitte regelmäßig lüften. Die Folie habe ich schon mehrfach gezeigt. Man muss sich immer im Klaren sein, wie die Übertragung stattfindet. Durch Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion über Hände oder Oberflächen oder eben dann auch ganz heimtückisch über Aerosole. Und wir haben wieder festgestellt, auch über die Weihnachtstage, x Fälle, wo die Übertragung durch Personen geschehen ist, die praktisch keine Symptome selbst verspürten und sich ganz gesund fühlten. Die Disziplin, der gesunde Menschenverstand und die Eigenverantwortung bleiben auch in Zukunft sehr stark gefordert. Wir werden auch in Zukunft die Kampagne durchziehen, also die Hände gründlich waschen, bewerben, in die Armbeuge husten oder niesen, Hände schütteln vermeiden, Abstand halten und Masken tragen im öffentlichen Verkehr und in öffentlich zugänglichen Gebäuden. Damit möchte ich gerne dem Wirtschaftsminister übergeben. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, geschätzte Medienvertreter, wie der Regierungschef und auch der Gesundheitsminister ausgeführt haben, bleibt die Lage leider weiterhin ernst und angespannt. Was die Impfung und die damit verbundene Hoffnung für die Menschen ist, sind in der Wirtschaft die Unterstützungsleistungen für die Unternehmen. Anders als bei den Impfstoffen und deren Verfügbarkeit sind wir bei den Unterstützungsleistungen für die Wirtschaft aber nicht direkt vom Ausland abhängig, sondern können diese selbstständig entwickeln und umsetzen. Und das tun wir seit März auch. Ich möchte Ihnen nochmals die Übersichtsgrafik zu denjenigen Leistungen zeigen, die per heute in Kraft sind. Sie sehen auf dieser Grafik die bekannten Leistungen unten in Blau. Insbesondere dass die Kurzarbeitsentschädigung, die KAI, die direkt bei den Löhnen ansetzt und auch das Covid-19-Taggeld, das dort ansetzt, wo die Menschen in Quarantäne müssen und dass das doch eine erquickliche Zahl ist, das hat der Gesundheitsminister bereits gezeigt. Die orangen Leistungen waren schon immer die Leistungen, die für direkt betroffene Betriebe gelten. Direkt betroffen in dem Sinne, dass sie geschlossen wurden, Behörden eben geschlossen wurden. Dort gab es gewisse Anpassungen im Dezember, als wir die Unterstützung für Einzel- und Kleinstbetriebe, die UEK, neu aufgesetzt haben ab dem 20. Dezember. Auch die Unterstützung für weitere Betroffene, also die UWB und den Betriebskostenanteil, der neu der pauschale Betriebskostenanteil ist. Insbesondere wurde angepasst, dass die Leistungen jetzt pro Tag berechnet werden, sodass auch bei einer Verlängerung, wie sie jetzt im Moment beispielsweise ansteht, dann eben einfacher berechnet werden kann und auch, weil über den Jahreswechsel natürlich die entsprechenden Abgrenzungen gemacht wurden. Ansonsten sind diese Leistungen vergleichbar mit den bekannten Leistungen, die es eben auch gab bei der Schließung. Der pauschalierte Betriebskostenanteil, der ist etwas anders aufgesetzt als der Betriebskostenzuschuss. Er basiert jetzt nicht mehr auf der Kurzarbeitsentschädigungsberechnung, sondern auf dem Vollzeitäquivalent. Das macht die Berechnung einfacher und soll dort unterstützen, wo eben auch dann mehr Mitarbeitende im Betrieb sind.
Der grüne Bereich, das sind die Unterstützungen für Härtefälle für die Quartale 4 und das erste Quartal. Auch diese können eben nach Abschluss des Quartals, und das haben wir jetzt, das vierte Quartal ist jetzt seit ein paar Tagen abgeschlossen, auch da sind jetzt die entsprechenden Anträge vorhanden und die Anträge gehen auch schon ein. Das nochmal ein Überblick zu den Leistungen. Eben wichtig ist mir zu erwähnen, diese Leistungen setzen an ganz verschiedenen Stellen an. Zum einen bei den Löhnen, wenn wir über die Kurzarbeitsentschädigung und den pauschalierten Betriebskostenanteil sprechen. Dann bei den Fixkosten, wenn wir über die Härtefallzuschüsse und die UEK sprechen, aber auch bei der Liquidität, wenn wir bei der Stundung von Mehrwertsteuer und AHV Liquidität im Betrieb halten wollen. Was die Regierung heute beschlossen hat, ist dann auch die direkte Unterstützung für behördlich geschlossene Betriebe, also diesen orangen Teil, jetzt bis zum 24. Januar zu verlängern. Wer den Antrag für diese Leistungen bereits gestellt hat, also für die Zeit bis zum 10. Januar, muss für die Verlängerung keinen neuen Antrag stellen, sondern es wird bzw. wurde heute bereits für den gesamten Zeitraum ausbezahlt. Zusätzlich zu diesen Leistungen gibt es für Betriebe, die dennoch durch den Raster fallen, auch immer die Möglichkeit, sich bei den Gemeinden zu melden. Ich möchte nochmals betonen, das Land versucht, die große Mehrheit der betroffenen Betriebe nach dem gleichen Schema zu unterstützen. Die Gemeinden unterstützen dort individuell, wo das generelle Raster des Landes nicht funktionieren sollte. Dazu sollte man sich bei einer Ablehnung durch das Amt für Volkswirtschaft direkt bei seiner Gemeinde melden. Ich habe in der letzten Zeit öfters gehört, dass unsere Unterstützungsleistungen vor allem für die größeren Unternehmen wären und die kleinen vergessen bzw. vernachlässigt würden. Das Gegenteil ist der Fall. Viele der Leistungen zielen sehr direkt auf Einzel- und Kleinstbetriebe ab. Wir sind uns aber bewusst, dass ob der verschiedenen Maßnahmen es nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten. Auch darum gibt es die Website corona.avw.li und wir, das Ministerium, die Mitarbeitenden im Amt für Volkswirtschaft, die Gemeinden und die Wirtschaftsverbände sind wirklich bestrebt und bemüht, Hilfe anzubieten und bei Fragen zu unterstützen. Und per heute finden sich auf der Website, ich darf noch kurz bitten, weiterzuklicken, auf der Website des AVW unter corona.avw.li alle aktuellen Richtlinien und alle Antragsformulare, die man für die Unterstützungsleistungen des Landes braucht. Ich weiß natürlich, Geld alleine lindert die Schmerzen nicht, denn für Betriebe und insbesondere die Mitarbeitenden, die gerade nicht arbeiten können bzw. dürfen, fehlt die Tätigkeit, die sie tagtäglich gerne ausüben. Noch ein kurzer Blick ins Ausland. Es mag für die benachbarten Länder zutreffen, dass beispielsweise die Gastronomie in der Schweiz nicht weiß, wie die Unterstützung aussehen wird und wann sie mit was rechnen können. Bei uns wurden die Unterstützungsleistungen im November und im Dezember definiert und sie kommen jetzt nach klaren Vorgaben zur Anwendung. Das soll Sicherheit und Klarheit geben. Es gab und gibt dazu intensive Gespräche mit den verschiedenen Branchenvertretern. Und nur dank diesem engen Austausch sind wir überzeugt, das Richtige zu tun. Ich möchte nun noch ein paar Worte zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen und zur Entwicklung sagen. Die Arbeitslosenquote blieb auch im Dezember des letzten Jahres, Sie sehen hier das ganze Jahr von Januar bis Dezember, bei tiefen 1,8%. Wir haben in Liechtenstein auch weiterhin fast doppelt so viele offene Stellen wie Arbeitssuchende. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit per Dezember 2020 bei 1,5% liegt, was im Vorjahresvergleich sogar eine Reduktion um 0,1 Prozentpunkte bedeutet. Und auch bei den älteren Arbeitnehmenden, bei den 50-Plus-Jährigen, liegt die Arbeitslosenquote im Dezember bei tiefen 1,5%.
Wenn wir noch den regionalen Vergleich herziehen, regional stehen wir somit im Vergleich zu den Schweizer Kantonen, die sind unten dargestellt, und auch im Vergleich zu Vorarlberg, das ist die orange Linie, wir sind die gelbe Linie ganz unten, sehr gut da. Und auch der saisonale Anstieg, den wir normalerweise auf Ende Jahr hin haben, ist in Liechtenstein in diesem Jahr nicht zu sehen. Dann kommen wir noch auf die letzten paar Jahre. Sie sehen hier noch einen Überblick zur Arbeitslosenquote seit dem Jahr 2006. Somit haben wir auch die letzte Wirtschaftskrise mit umfasst. Noch wichtig zu erwähnen, tiefe Zahlen sind hier positiv, und wir sehen, dass wir in den letzten 4 Jahren natürliche Rekordjahre hatten in der Wirtschaft und dass sich das auch bei den Arbeitslosenzahlen niedergeschlagen hat und dass wir auch im Jahr 2020, im Corona-Jahr 2020, immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau sind. Für jeden Einzelnen, der aktuell keine Arbeit hat oder seiner Arbeit aufgrund der Maßnahmen nicht nachgehen kann, ändern diese Zahlen die Situation natürlich nicht. Sie zeigen aber auch, dass durch die Maßnahmen, insbesondere durch die Kurzarbeit, die Arbeitsverhältnisse erhalten werden konnten. Mehr noch, sie zeigen, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor gut funktioniert. Dennoch, die Situation bleibt für uns alle noch eine gewisse Zeit belastend. Mir ist aber auch wichtig, dass die eben gezeigten positiven Fakten in der Diskussion mit berücksichtigt werden. Per heute, 8. Januar 2021, können wir festhalten, dass für die schwierige Phase für viele Betriebe im Gastro-, Event- und Tourismusbereich und für die von der Schließung betroffenen Betriebe vorgesorgt ist und die definierten Instrumente in Kraft sind und zur Anwendung kommen. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir, wenn notwendig, neue Maßnahmen definieren bzw. mehr Mittel für bestehende Maßnahmen beim Landtag beantragen werden. Wie der Regierungschef und der Gesundheitsminister ausgeführt haben, haben sich in den letzten paar Wochen die Vorzeichen nicht nur zum Guten gewendet, und wir können nicht mehr davon ausgehen, dass bereits im ersten Quartal alles überstanden sein wird. Zur Erinnerung, das sah im letzten Herbst noch etwas anders aus. Im September hatten wir kaum Fälle, und Anfang November, als wir Unterstützungsgelder für die Härtefälle im Gastro-, Event- und Tourismusbereich beim Landtag beantragt haben, sind wir nicht von Schließungen im Dezember und im Jahr 2021 ausgegangen. Heute, inmitten der zweiten Welle, sehen wir aber, dass es auch für die Monate nach März an verschiedenen Stellen Unterstützung brauchen wird. Wir nutzen daher unsere Zeit, um mit einem gewissen Überblick auch schon für das zweite Quartal 2021 vorauszudenken. Das Wirtschaftsministerium ist aktuell dabei, den Finanzbedarf abzuschätzen, um nach Rücksprache mit der Regierung zusätzliche Gelder beim Landtag zu beantragen. Dazu werden wir zu gegebener Zeit, allenfalls schon zeitnah, informieren. So unsicher und mühsam die aktuelle Zeit ist und so sehr wir uns alle zum Durchhalten zwingen müssen, so möchte ich für die Wirtschaft auch ganz klar festhalten, dass wir auch zuversichtlich sein müssen und zuversichtlich sein können. Insbesondere dann, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, im Austausch bleiben und am gleichen Strick ziehen. Ich gebe nun zurück an den Regierungschef. Besten Dank. Damit werden wir am Ende angelangt. Wir stehen nun gerne für Fragen zur Verfügung. Wem darf ich das Wort geben? Bitte. Ich möchte gerade bei den Unterstützungsleistungen für die Wirtschaft anknüpfen. Wie viele Gelder wurden da mittlerweile ausbezahlt, beziehungsweise sagen wir bis 24. Januar, falls das möglich ist, zum Abschätzen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel wir bis zum 24. Januar ausbezahlen werden. Ich kann Ihnen sagen, wie viel das wir beantragt haben. Diese Zahlen sind Ihnen aber auch schon bereits bekannt. Bei der Kurzarbeitsentschädigung stehen wir per heute bei knapp 50 Millionen, bei diesen 50 Millionen, die wir auch beantragt haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass auch da natürlich wie immer noch quasi die Anträge für das letzte Jahr gestellt werden können. Eine aktuelle Auswahl
Auswertung über die Auszahlung kann ich Ihnen nicht geben. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass jetzt quasi auch per heute Auszahlungen jetzt schon für diese Schließungen getätigt werden. Was die Impfstoffe betrifft, sind wir an das Schweizer System angeschlossen. Meine Frage wäre, gab es da eine Möglichkeit, dass Liechtenstein separat Impfstoffe bestellt, Verhandlungen führt mit den Herstellern? Oder war das keine sinnvolle Variante? Also als Staat vorstellig zu werden, bei Pfizer und Impfstoffe zu bestellen, also das war wahrscheinlich keine Variante. Es hätte eine Möglichkeit gegeben über die europäische Schiene, weil Europa hat ja auch beschafft über den Umwege, über den EWR. Aber wir sind in dieser ganzen Pandemie eng in das Schweizer System eingebunden mit allem, was wir machen, also das Contact Tracing, auch die Zulassungen, die ganzen Medikamentenzulassungen gehen über die Schweiz. Und so war es auch nur logisch, dass die Zulassung für diesen Impfstoff eben auch über die Swissmedic geschieht. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Wir hätten europäische Produkte auch einsetzen können. Aber wir wollten hier klar auch in diesem schweizerischen System eingebunden sein, weil es geht nicht nur um, sagen wir, Papier, sondern es geht auch ganz konkret darum, zum Beispiel eine Lieferkette bei minus 75 Grad aufrechtzuerhalten. Und da muss man auch logistisch eingebunden sein. Da nützt es nichts, wenn wir Impfstoffe über Länder wie Schweden jetzt besorgen würden als EWR-Partner. Da hätten wir dann Schwierigkeiten, wie wir sowas transportieren. Also für uns ist es besser, wir sind voll eingebunden in diesem System der Schweiz, eben auch über die ganze Logistik. Das hilft uns viel mehr. Weitere Fragen, bitte. Ich hätte noch kurz eine Frage zum Maßnahmenpaket. Vor einigen Monaten war einmal die Frage, ob auch Arbeiter auf Abruf Hilfe bekommen. Und da wollte ich fragen, ob es da mittlerweile eine Lösung gibt und wie viele davon überhaupt betroffen wären. Die Antwort ist die gleiche wie damals, glaube ich. Jedenfalls, ich erinnere mich daran, dass ich damals ausgeführt habe, dass wir grundsätzlich diese verschiedenen Arbeitsverhältnisse so weit möglich berücksichtigen. Es ist aber so, dass wir ja irgendwo festmachen müssen, was denn jetzt hier der normale Lohn wäre. Und wenn es regelmäßige Arbeitsverhältnisse sind, dann kann man das festmachen. Wenn es aber quasi sehr unregelmäßige sind, dann ist es eben auch schwierig, dort quasi einen normalen Lohn dann zu definieren. Bitte. Der Bundesrat entscheidet ja nächste Woche über die Verlängerung bis Ende Februar. Sie haben ja schon angedeutet, dass Liechtenstein dann wohl nachziehen wird. Wird die Regierung dann nächste Woche bereits informieren? Also bei uns ist es so, dass wir jetzt zuerst mal abwarten, was die Konsultation in der Schweiz ergibt. Der Bundesrat hat ja eine Konsultation gemacht bei den Kantonen und wird dann nächste Woche den Entscheid fällen. Und wir werden natürlich die ganze Lage entsprechend auch mit berücksichtigen und auch die Entscheide des Schweizer Bundesrates mit berücksichtigen und dann auch relativ rasch weiter informieren. Uns geht es da auch darum, dass wir relativ rasch auch diese Sicherheit geben können, welche Schritte die Regierung setzen wird. Wie ich ausgeführt habe, ist es schon wichtig in der jetzigen Phase, dass man eben in dieser Situation, in der wir uns befinden, regional keine Unterschiede haben. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir im größeren Kreis möglichst mit ähnlichen Maßnahmen operieren und damit auch die Ausbreitung des Virus verhindern können. Wenn die Schweiz diese Maßnahmen bis Ende Februar verlängern sollte, das heißt insbesondere, dass die ganzen Gastronomiebetriebe geschlossen sind, auch die ganzen Veranstaltungen verboten sind, Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, dann macht es wenig Sinn, wenn wir bei uns entsprechend wieder öffnen. Ich habe noch zwei weitere Fragen zur Impfung. Eine betrifft, weiß man, wie viele Impfdosen diese geplante Lieferung bis jetzt beträgt, also mit diesem modernen Stoff? Und die andere, gibt es Personengruppen, bei denen eine Impfung vielleicht nicht empfehlenswert ist wegen gewisser Erkrankungen? Weiß man da vielleicht schon etwas? Also es gibt Lieferplanungen,
die machen wir nicht öffentlich, weil die ändern ab und zu. Aber wie ich gesagt habe, mit dem, was ich vom Gefühl her sage, was ich als ziemlich sicher anschaue, dass es eintrifft, werden wir eben bis zu dieser Grenze 75 plus ungefähr kommen. Und wir erwarten natürlich auch mehr Lieferungen dann, Schritt für Schritt. Aber das wage ich mich jetzt heute zu sagen. Die Dinge ändern sich. Es kann ja auch sein, dass es mehr Impfstoff gibt als in der ursprünglichen Planung, wenn zum Beispiel die Produktionskapazitäten aufgestockt werden könnten. Das ist dann eine positive Überraschung. Aber wir versuchen einfach mit diesen realistischen Dingen uns vorwärts zu arbeiten. Dann die Kontraindikationen, die sind erfreulicherweise für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Nur da kennen wir sie, weil nur dieser Impfstoff ist zugelassen und nur für diesen Impfstoff gibt es die ganzen Zulassungsdokumente. Für den Moderna-Impfstoff werden wir es dann sehen. Aber für diesen ersten Impfstoff gibt es nur ganz, ganz wenige Kontraindikationen und eine davon ist eben eine Überempfindlichkeit oder eine Allergie gegen einen Inhaltsstoff. Aber es gibt sonst keine großen Kontraindikationen. Natürlich muss im individuellen Fall, und deshalb ist es ja bei den Pflegeheimen etwas komplizierter, im individuellen Fall muss die Impffähigkeit festgestellt werden. Also wenn eine Person ja gebrechlich ist und ihr Immunsystem sowieso schon stark am Arbeiten ist, dann sollte man diese Person in diesem Moment nicht noch zusätzlich durch eine Impfung belasten. Aber ganz allgemein, die Kontraindikationen sind erfreulich wenige für diesen Impfstoff. Ich würde da gerne noch anknüpfen, wenn jetzt theoretisch mehr Impfstoff dann verfügbar wäre, wäre man auch von der Organisation her bereit, schneller mehr Leute zu impfen? Ja, also wir richten uns schon danach, dass wir flexibel sein können. Das Impfzentrum wird zur Verfügung stehen, also die Lokalitäten. Das Problem ist dann eher, ob man die Leute so schnell aufbieten kann, dass man eben diese zusätzlichen Tage füllen kann. Aber das ist wie auch immer bei der Teststraße, da haben wir auch große Schwankungen gehabt und wir sind ja auch immer irgendwie nachgekommen mit der Organisation. Es wird sicher herausfordernd, aber ich bin der Ansicht, dass wir das bewältigen können. Und es ist ja noch etwas Zeit, aber kann man schon sagen, wie viele Menschen in einem Pflegeheim sich impfen lassen wollen und auch können, also von der Impffähigkeit her? Das können wir noch nicht sagen. Also die Bewohner haben Zeit bis heute Abend, beziehungsweise ihre gesetzlichen Vertreter, sind ja viele Bewohner, bei denen man eben die Verwandten befragen muss, ob sie einverstanden sind. Also die haben Zeit bis jetzt Ende dieser Woche, sich zu äußern. Und natürlich auch das Personal muss befragt werden, weil wenn wir dann impfen gehen in die Pflegeheime, dann möchten wir auch zumindest einen Teil des Personals gerade vor Ort mitimpfen. Weil wenn man schon vor Ort ist, dann macht man das gerade im selben Aufwasch. Und auch beim Personal müssen wir jetzt die Impfwilligkeit feststellen. Da geht es weniger um die Impffähigkeit, weil die Personen in der Regel relativ gesund sind. Und das muss jetzt alles festgestellt werden und Mitte nächster Woche werden wir das alles wissen. Und dann haben wir dort eine konkretere Mengenplanung für die ganzen Pflegeheime plus Personal, eben auch plus Personal Landesspital. Auch da muss abgefragt werden, wie groß die Impfwilligkeit ist und dann eben eingeteilt werden, wer wann dran ist. Weitere Fragen an den Gesundheitsminister. Eine ist, weiß man schon mehr bezüglich dem Impfzentrum? Ich glaube, ein Thema ist ja die Spörrihalle. Was für Überlegungen sind jetzt da nach aktuellem Kenntnisstand? Ja, es ist die Spörrihalle und derzeit wird dort gebaut wie wild. Es werden die ganzen Inneneinrichtungen jetzt gemacht, die Impfkabinen. Es wird ein kleines Labor eingebaut, wo man diesen sehr aufwendigen Pfizer-BioNTech-Impfstoff eben mischt mit Salzlösung und aufbereiten muss und auf Spritzen ziehen muss und eben dann die ganzen Eingangsbereiche, damit man die Personen eben gut leiten kann durch dieses Gebäude und das eben, man muss berücksichtigen, wir impfen dort nicht unter Normalverhältnissen, sondern wir impfen dort unter Covid-Verhältnissen. Masken tragen, Hände desinfizieren, keine Ansammlung von Menschen und alle diese Dinge, die müssen dort gewährleistet sein. Also es wird in Kürze bereitstehen.
Jetzt ist ja 2 Wochen her seit Weihnachten und man sollte doch langsam abschätzen können, wie die Infektionen damals waren. Wie beurteilen Sie das Infektionsgeschehen? Ist das weniger schlimm als erwartet oder schaut es aus? Also die letzten Tage waren relativ gut, möchte ich sagen. Der Trend zeigt nach unten, das sieht vernünftig aus. Wir sehen jetzt wahrscheinlich die Dinge, die an den Silvesterfeiern stattgefunden haben, weil die mittlere Inkubationszeit 5 bis 6 Tage ist. Also es scheint so zu sein, als ob es relativ gut verlaufen wäre, obwohl die Ansteckungen, die Inzidenzen sind immer noch relativ hoch. Ganz schlimm scheint es offenbar gewesen zu sein, so um den 15., 16., 17., 18., weil wir den Riesenpeak hatten am 24., 23., 22., dort um diese Gegend herum. Da hatten wir sehr viele Ansteckungen, also sehr viele positive Fälle und die haben sich ja so rund eine Woche vorher angesteckt. Andererseits ist es auch so, dass sich vor Weihnachten oder gerade an Weihnachten doch relativ viele Leute testen ließen, weil sie vielleicht eben dachten, dass sie eben diesen Schnupfen doch noch schnell abklären wollen, bevor sie dann mit der Verwandtschaft sich oder mit der Familie sich treffen an Weihnachten. Und wir beobachten eben leider auch immer wieder, dass es Personen gibt, die bis zu einer Woche mit Symptomen unterwegs sind, bevor sie sich endlich mal testen lassen. Und vielleicht waren die Personen vor Weihnachten doch etwas oder an Weihnachten etwas vorsichtiger und sind jetzt wieder weniger vorsichtig. Also ich kann nur jeden auffordern, der Symptome hat, sich testen zu lassen. Es ist wirklich sehr wichtig, weil wenn man zu lange rumläuft mit Symptomen, dann kann man zu viele Leute anstecken, ohne dass man das selbst wirklich so spürt. Ich hätte noch eine Frage. Hätten schwere Fälle jetzt vermieden werden können, wenn man früher mit dem Impfen gestartet wäre oder starten hätte können? Und noch eine Frage von einem Leser. Hat die Maßnahmenverlängerung auch eine Auswirkung auf die Landtagswahlen? Also hätte man, hat die Ware. Natürlich hätte man, wenn man im Dezember geimpft hätte, hätte man natürlich einiges verhindern können. Aber es ist ganz klar, das folgt alles einem gewissen Drehbuch. Zuerst muss die Zulassung da sein. Ohne Zulassung darf man und kann man nicht impfen. Dann muss man die Impfwilligkeit feststellen in den Pflegeheimen. In der allgemeinen Bevölkerung wird das nicht ein großes Problem sein, weil wer sich an der Homepage anmeldet, ist per Definition impfwillig, sonst würde er nicht den Computer einschalten und sich anmelden. Aber in einem Pflegeheim muss man das abfragen. Und um diese Abfrage machen zu können, müssen natürlich die ganzen Impfunterlagen, die Dokumentationen zur Verfügung stehen. Und diese Dokumentation, sagen wir mal der Beipackzettel dieses Medikaments, der steht erst zur Verfügung, wenn die Zulassung erteilt ist. Die Zulassung wurde ganz kurz vor Weihnachten erteilt. Diese Beipackzettel standen dann kurz nach Weihnachten zur Verfügung und nur mit diesen Unterlagen konnte man dann eben vernünftig abfragen, ob die Impfwilligkeit da ist. Also sehr viel schneller hätte man gar nicht starten können oder könnte man nicht starten. Und eben, uns war ganz klar, man hätte natürlich schon mit diesem Impfstoff andere Leute schneller impfen können. Aber für uns war ganz klar, die Priorität liegt bei den Pflegeheimen, weil dort die Gefahr wirklich am größten ist. Das hat sich jetzt mehrfach gezeigt in den letzten Wochen. Ihre zweite Frage. Die Verlängerung hat keine Auswirkungen auf die Landtagswahlen. Und auch eine weitere Verlängerung wird aus meiner Sicht keine Auswirkungen auf die Landtagswahlen haben. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Dankeschön.